Hallo und willkommen zum Slingshot-Channel. Das hier ist ein Update über den Sachstand bei der unglaublichen HP Max im Kaliber 9mm Diabolo. Oder Sachs. For the English-speaking audience, there is an English version of this video that has been uploaded by Matt, the CEO of GoGun US, and you find the link down there in the first line of the text. Thanks. Dieses Video wird dann vor allen Dingen viele Szenen enthalten, die der Matt, der Chef von GoGun USA, in Florida gedreht hat. Und da schießt er eben die Waffe in der offenen Ausführung, also in der Exportausführung. Unterschiede sind dann hier dieser Regulator fehlt, die ist dann halt unreguliert und haut mit voller Power auf das Diabolo. Und gleichzeitig ist da auch noch die Nadeldüse verändert. Beide Teile liegen ja dann entsprechend jeder HP Max auch bei. Also von daher, wer dann schon immer wissen wollte, was das Ding anrichtet im Holland-Modus, für den ist dieses Video gedacht. Hey Jörg, I know over in Germany you're selling the AEA HP Max with a built-in regulator so that it's legal to sell in Germany. And you can't test it in its full power state without breaking some laws. However, here in America, we don't have those laws. So to give your followers some idea of what this gun can do in its full power state, I'm going to run some tests here in the USA. So here is the full power AEA HP Max. Let me show you its features. Der Matt fängt natürlich damit an, dass er die Waffe aufpumpt. Er nimmt dazu einen von diesen leisen 12 Volt Generatoren. Die kann man auch mit 220 Volt betreiben. Die sind fünfmal langsamer als die ziemlich lauten Kolbenmodelle, die ich immer nehme. Und der pumpt es auch nur bis 4000 PSI auf. Also man kann die Waffe auch bis 4500 PSI aufpumpen. Das macht natürlich dann Sinn, wenn man sie offen schießt, denn dann hat man so ungefähr 10 Schuss mit voller Leistung, also immer noch oberhalb von 200 Joule. Er nimmt nur 4000 PSI und das heißt, er hat so ungefähr, ja, vielleicht 6 gute Schüsse und dann nimmt es dann entsprechend ab. You attach it into your quick connect on your compressor and then you just plug it right into the gun. Once your compressor is plugged into your gun, you want to make sure that your pressure setting is correct. So I'm going to set this to about 4000 PSI on here. Now you want to have your bleed valve open, so this will be nice and loose, and then set the switch to AC. And that will turn on the motor. Ja, in der F-Variante sieht das wieder etwas anders aus. Da ist ja ein Regulator drin. Der Regulator läuft, steht so ungefähr so bei, naja, 80, 90 Bar. Das bedeutet also, hier kann ich im Prinzip schießen, bis ich bei 90 Bar angekommen bin. Und das sind ja dann gerade mal so, na, was würde ich sagen, vielleicht 900 PSI. Also von daher, in der F-Variante kann ich natürlich endlos schießen, während in der Full-Power-Variante, klar, die Luft viel schneller zur Neige geht. Ja, der Matt hat jetzt hier nicht die H&N Grizzlies genommen, die wir anbieten, sondern ganz normale Bleigeschosse, die eigentlich für Sportschützen gedacht sind, Wetcutter. Die kann man natürlich auch nehmen. Das Einzige, was man nicht nehmen sollte, sind Mantelgeschosse, denn dafür reicht der Luftdruck dann auch nicht besonders gut. Die funktionieren zwar, aber sie schießen nicht besonders gut. Ansonsten könnt ihr eben auch jedes andere Bleigeschoss nehmen, was einen 9mm Durchmesser hat und eben nicht ummantelt ist. Wobei, wenn ihr das ins Magazin laden wollt, dann darf das Geschoss nicht länger als 12 mm sein. Da muss man dann drauf achten. Einige sind viel länger. These guns can shoot either pellets or slugs. The slugs are a little bit heavier and harder hitting, but there's other trade-offs. But today we're focused mostly on destruction, so we're just going to shoot the slugs. Once you've got your magazine loaded, ja, jetzt zeigt der Matt, wie man das Magazin lädt. So to do that, you're going to grab the bolt, pull back on it. And then you're gonna take the magazine and the clear plastic part will face you and you'll insert it from the right side. Wichtig ist, richtig rum einzulegen. And then you'll let go of the bolt and push it forward and down. And you're ready to shoot. You're probably wondering how loud is this thing. Jetzt geht's darum, wie laut das Ding ist. A little more backyard friendly. Der Matt nimmt jetzt hier einen Schalldämpfer von Donny FL. Das ist ein anderer Hersteller als den, den wir nehmen. Das sind sehr gute Schalldämpfer, die aber in Deutschland WBK-pflichtig sind, weil sie eben nicht für F-Waffen bestimmt sind. So, das war jetzt der erste Schuss. Das sind ungefähr 122 Joule, die er erreicht hat. Wie gesagt, normalerweise hätte er jetzt mit einem höheren Druck von 4500 PSI angefangen, dann wäre es noch etwas stärker gewesen. So hat er jetzt ein paar weniger Schuss, aber es reicht immer noch. Das sind immer noch alles über 200 Joule. 128. Okay.
Jetzt hat er den Schalldämpfer montiert. Wobei, das hat er erst zwei Fehlschuss gemacht, weil er das Radarkroni nicht unter die Mündung gehängt hat. Aber jetzt funktioniert das und man sieht eben jetzt, dass jetzt die Schüsse normalerweise schon absinken. Aber wie gesagt, wenn er auf 4500 PSI aufgepumpt hätte, dann wäre das jetzt noch volle Leistung. Jetzt kommt der letzte Schuss. Ja, man sieht also zwischen 86 und 129 dB, da ist ein Riesenunterschied. Hört man selbst im Video. Am interessantesten an den Schalldämpfern ist allerdings, dass sie man nennt die deswegen auch Moderator. Also der Knall wird zwar wesentlich leiser, aber wird vor allen Dingen so verändert, dass er sich nicht mehr wie ein Schuss anhört, sondern eher, als wenn ich mit dem Hammer auf dem Brett haue oder so. Also das ist dann lange nicht mehr so auffällig, als wenn ich so ein leistungsstarkes Gewehr ganz ohne Schalldämpfer schieße. Dann hat der Matt ein paar Schusstests gemacht auf verschiedene, ja, so Steine und Blumentöpfe etc. Und das Gewehr hat eine gewaltige Power. Man sieht schon, was das kann. Also für ein Luftgewehr und vor allem für so ein kleines Luftgewehr ist das total beeindruckend. Alright, now we're just gonna blow apart some pots, cinder blocks and see what kind of damage this thing can do. Tja, die Blumentöpfe sind keine wirkliche Gefahr. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Das scheint so viel Spaß zu machen. Die Power ist schon unglaublich. A hanging pot. Bang. Gonna blast some of these bricks. Boah, die Steinplatte umgefallen. Ja, das würde mit 7,5 Schulen nicht möglich sein. Puh, Wahnsinn. Eine richtige Erschütterung gegeben. And now we're just gonna see what it can do to the edging scallops, I guess they're called, scallop edgers, whatever. See if I can blow this right off the center block. Hat den Betonstein durchschlagen. Durchgebrochen. Wow. Oh, right in half. Okay, top half of the cinder block. Ist das da durchgeschlagen? Ich glaube ja. Ich glaube, der ist da durchgeschlagen. And another one in the cinder block. Also das ist auf Feuerwaffenniveau. All right, unfassbar. Check out the damage we did now. Ach, rein und raus. Ja, und dann hat der Matt das getan, was ich auch getan hätte. Er hat nämlich eine Kokosnuss genommen und hat die in Ballistikgelblock eingegossen und dann beschossen. Und die Ergebnisse sind absolut überzeugend. Also das ist ein Zombie-Killer. 100 pro. Und die nackte Kokosnuss, die war dann schon gar kein Hindernis mehr. We have our zombie skull inside some ballistics gel. So. Schöner Block. Here we go. Let's get to shooting. There's about maybe an inch and a half of flesh in front of the skull. Ah, das sind sicher 3 cm. See what kind of entrance and potentially exit wound we can get with this gun. Zombie skull test number one. Ja, der scheint ein bisschen tief reingekommen zu sein. Dort, der hat gesessen. Bong. Ja, das war frontal getroffen. Wahnsinn durchgeschlagen. Da ist das Geschoss. Ja, man sieht's. Der ist durch die ganze Kokosnuss geschlagen und fast durch den ganzen Block gekommen. Da sieht man den tiefen Schuss auch. Zombie Test Number 2. I am just gonna dump the rest of the mag straight through the long way of the ballistics gel and zombie skull. We'll see what happens.
der denn hingegangen? Ja, der ist auf die Kokosnuss. Und der, boah, da ist das Geschoss. Gegen die Kokosnuss, dann abgeprallt und steckt noch in der Gelatine. Aber was ein Wundkanal. Wow. Wow, we got a lot of shots going all the way through. Yeah, so we had at least two shots go all the way through, which is really impressive. We got one that entered and then ricocheted off out of the ballistics gel over here. Ja, da ist er seitlich raus. I don't think the zombie would be alive anymore. So, AEA HP Max, 35 caliber, great for stopping zombies. So I had so much fun shooting the zombie brain inside the ballistics gel that we got one extra one. So we're gonna do that one on its own and we're gonna see if we can get some jetzt gibt's die einzelne Kokosnuss. Bang! Durchschuss. Direct hit. Here's the zombie skull. Entrance wound. Exit wound. You can see that it's just completely blown off there. That zombie Wahnsinn. Had no chance. There's one more test that I wanted to do. I'm not sure where in the video I'm going to put this. This might end up being in the middle of the video. It's at the end of the day right now. But I also wanted to do an accuracy test, see what kind of grouping we can get. So this target is 27 yards out. The thing that worries me is I'm such a terrible shot. Like, I just have no idea what I'm doing. I had to have these guys, like, help me sight in their new scope. Teach me a few things. Na, das ist schon eine ordentliche Entfernung. We'll see what happens, but I want you to keep in mind that whatever I do, you're going to be able to do much better with a little bit of practice. I'm just going to put the reticle over the red center target, and we're just going to see if we can get it. Was ist das? 35 Meter? Can I get it on the bullseye? Ja, der war schon mal gut. Ein bisschen nach rechts justieren. Ja. Ja, und jetzt sieht man natürlich, jetzt sind eigentlich seine 10 guten Schuss vorbei, aber er hat es eben auch nicht auf 4500 PSI aufgepumpt. Es ist zwar trotzdem alles noch ganz ordentlich, aber jetzt sieht man schon, dass der Druck dann doch deutlich abfällt. Das ist der Preis der hohen Energie. Shots were pretty good. You can tell that the kein sehr großer Steuerkreis. As you go through the magazine. Now that's totally normal for an unregulated PC. Ja, das nächste Mal 4500 PSI, Matt. No internal regulator that's keeping that pressure consistent. So as the tank empties out of air, the shots will slowly drop a little bit more and a little bit more. The trade-off is these guns are way more affordable than something that's super high-end with an internal regulator. So pros and cons. But these guns focus on just having a lot of power for not too many dollars. Ansonsten noch ein kleiner Sachstand. Das Ding ist unglaublich, unwahrscheinlich erfolgreich. Also wir haben Stand heute bereits über 3700 davon vorverkauft, ohne dass bisher die erste Serie auch nur eingetroffen ist. Die erste Serie ist aber fertig und unterwegs. Und ich habe hier auch ein paar schöne Bilder eingeblendet von der Waffe mit dem Schalldämpfer und mit dem Picatinny-Rail, dass die optional erhältlich sind. Der Schalldämpfer ist kaskadierbar, das heißt, wem das immer noch zu laut ist, der kann aber noch einen oder noch einen da davor schrauben. Ja, wie ihr seht, die ersten 4000 sind fast vergriffen, aber keine Angst, es kommen mehr. Es wird also eine weitere Lieferung von nochmal 2000 Stück mit ungefähr nochmal 3-4 Wochen Versatz eintreffen. Da werden wir dann anfangen, Bestellungen anzunehmen. Nochmal, ihr müsst es nicht sofort bezahlen. Das ist nur der Fall, wenn ihr PayPal auswählt, wenn ihr Nachname oder Rechnung nehmt, dann werdet ihr das erst bezahlen müssen, wenn die Gewehre auch wirklich lieferbar sind. Also die monatelange Lieferzeit bedeutet jetzt nicht, dass euer Geld notwendigerweise ganz verschwunden ist. Nur eben, wer PayPal nehmen will, der muss eben damit leben, dass es ein bisschen dauert. Können wir auch nichts dafür. Das hat im Prinzip PayPal so eingerichtet. Also, sagenhafte Waffe, die auch irre viel Spaß macht. Ich kann sie nur empfehlen, denn ich habe so viel Freude daran. Weil auch in 7,5 Joule ist das Ding einfach nur der Hammer. Ah, komm, 2 Dosen sind noch da. Und die letzte, die treffe ich auch noch, bin ich sicher. Ja.
Also, danke und bye bye.